Der Doppelzylinder, der Schließzylinder. Wir fangen heute in einem der ersten Videos mit dem sogenannten Schließzylinder an, Doppelzylinder genannt, Profilzylinder genannt. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Grundsätzlich sind wir im Bereich der Schließzylinder. Warum Schließzylinder? Weil ihr werdet es in den späteren Videos noch sehen, es gibt verschiedene Arten von Schließzylinder. Das hier ist ein Profilzylinder, weil er mal aus einem Profil hergestellt worden ist und davon ein sogenannter Doppelzylinder. Das heißt, dieser Zylinder kann auf beiden Seiten geschlossen werden. Dann sagen wir dazu Doppelzylinder. So, das ist erstmal der Ausgang der ganzen Geschichte. Und wie geht es jetzt weiter? Nein, nein, jetzt wird es natürlich noch ein bisschen komplizierter. Grundsätzlich ist ein Doppelzylinder immer beidseitig schließend. Achtung, jetzt aber genau zuhören. Jedoch nicht, wenn von der Innenseite ein Schlüssel steckt. Das ist in der Grundausstattung eigentlich nicht gewünscht, weil es ein sicherheitstechnisches Merkmal ist. Wenn von der Innenseite ein Schlüssel steckt und ihr von außen schließen wollt, dann wird das nicht gehen. So ist es erstmal vom Hersteller gewünscht. Wir sind uns einig, dass das manchmal im Leben immer ein bisschen kompliziert wird, aber wir sind ja erstmal bei der sogenannten Grundausstattung. Wenn ihr das nicht möchtet, gibt es Zusatzfunktionen, die ich in einem der späteren Videos erkläre, wie Knauf- oder Not- und Gefahrenfunktionen. Bleiben wir aber erstmal beim Doppelzylinder. Ein Doppelzylinder bekommt ihr in der Regel in Deutschland ab der Größe 30-30. Ja, es gibt auch kürzere, aber erst ab 30-30 sind in der Regel die meisten Zylinder nach DIN oder EN 1303 geprüft. Was soll euch das sagen? Zylinder gibt es wie Sand am Meer. Die kommen aus China, die kommen von da, die kommen von da und die kommen von da. Wie sollt ihr aber jetzt erkennen können, was ist ein wertiger Schließzylinder? Und da ist es erstmal schon mal wichtig, A, kenne ich den Hersteller, den Namen, zum Beispiel Abus, BKS, Dom, FH, Iseo, wie sie alle heißen, Wilka, Winkhaus, wenn ich jetzt jemand vergessen habe, dann nur, weil er mir nicht eingefallen ist, das soll also keine Wertung sein. Und dann ist es so, dass dieser Hersteller diesen Doppelzylinder erstmal grundsätzlich prüfen lässt. Nach der DIN, nach vielleicht SKG, Bohrprüfung, nach VDS oder sonstigen anderen. Und das unterscheidet einen einfachen Doppelzylinder, der gar nichts hat, von einem hochwertigeren. Natürlich können in diesen Doppelzylindern unterschiedliche Anzahl von Zuhaltungen, und das ist das, was wir hier unten schon mal bei dem sehen, das sind hier sechse, enthalten sein. Bei einem 30-30er, wenn man heute irgendwo was einbaut, was einigermaßen wertig sein soll, dann gehen wir hier mindestens von einem sechsstiftigen Zylinder aus. Je nachdem, wie kurz der dann wird, kann das natürlich an Stiften Einsparungen geben, aufgrund von Platz. So, und ob das sechs Stifte oder mehr sind, bis hin zu 20 und mehr, das ist natürlich erstmal für den Zylinder dahingehend entscheiden, dass man mit sechsstiftigen Zylindern zum Beispiel kleinere Schließanlagen bauen kann als mit 20-stiftigen. Und der Laie würde sagen, naja, weniger Stifte bedeutet ja zwangsläufig auch, dass ich es einfach manipulieren kann. Ja, da ist natürlich mit Wahrheit dran. Ich muss natürlich mehr hier drinne lösen. Wie geht's weiter beim Doppelzylinder? Der Doppelzylinder kann in der Regel in Deutschland ab 30-30, das ist also die Außen- und die Innenseite. In Deutschland wird immer zuerst die Außenseite angegeben. Wenn ich also sage 30-35, dann weiß der Fachmann 30 außen, 35 innen. Und das ist sozusagen diese Länge. Außenlänge von hier bis Mitte Schraube und dann wieder Innenlänge sozusagen von hier bis Mitte Schraube. Ich blende euch dazu auch meine Zeichnung ein, dass man das sieht. Das heißt, es ist eigentlich, ja, egal, ob ich den so oder so rum einbaue, aber es sollten ja grundsätzliche Regeln der Technik hier in dem Video mal erklärt werden. Wir gehen davon aus, und so ist es bei, ich kenne fast keinen Hersteller, wo es anders ist, ab einer Länge von 30-30 kann ein Zylinder um 5 mm verlängert werden. Symmetrisch, asymmetrisch spielt keine Rolle. In der Regel hört es bei einer Gesamtlänge von 100 mm erst einmal auf. Also rein theoretisch 50-50. Natürlich geht es weiter, aber dann sind wir schon in wieder einer Sonderlänge. Und über die wollen wir jetzt erstmal in der Grundform nicht reden. So ein Schließzylinder kann natürlich in den verschiedensten Ausführungen geliefert werden. Also standardmäßig kommt er in Silber. Sonderfarben gibt's, später dazu in einem anderen Video mehr. Er kann natürlich mit einer sogenannten Aufbohrhemmung, Aufbohrschutz,
Ziehschutz etc. verwenden werden. Jeder Hersteller verwendet da andere Begriffe. Hier ist es an euch, diesen Begriff zu hinterfragen. Ich tue mich immer schwer mit dem Wort Schutz. Wenn also einer sagt Bohrschutz, dann gehe ich doch davon aus, dass hier jemand bohren kann und es passiert nichts. Nein, dem ist nicht so. Es wird lediglich gehemmt. So, wir haben also den Schließzylinder. Wir wissen, dass der von beiden Seiten geht. Wir wissen, dass wir auf beiden Seiten Schüttel reinstecken können. Das wissen wir jetzt vom Doppelzylinder. Und wir wissen jetzt auch, dass es Doppelzylinder in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Ja, es gibt Schließzylinder mit Wendeschlüssel. Es gibt Schließzylinder mit Kerbenschlüssel. Was da wiederum der Unterschied ist, in einer der anderen Videos, sonst kommen wir hier vom Weg zu sehr ab, aber das ist erstmal ein klassischer Doppelzylinder.